Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch heute ein kurzes Update aus der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Zum einen nochmal von meiner Seite wirklich Respekt. In Erlangen halten sich ganz viele Menschen an die jetzt schwierigen Regelungen. Wir waren heute wieder in Kontakt mit den Rettungsdiensten, aber auch mit den Kliniken. Und manche fragen sich jetzt ja, man merkt ja in Erlangen noch gar nichts. Das ist richtig. Wir haben nach wie vor wenige Fälle. Aber wir brauchen die Zeit jetzt, um uns vorzubereiten, um uns im Klinikum gut vorzubereiten, um uns bei den Rettungsdiensten gut vorzubereiten. Und deshalb meine Bitte, halten Sie sich weiter an diese Regelungen. Die Zeit, die wir jetzt haben, die brauchen wir ganz dringend, um uns darauf vorzubereiten, wenn die Krankheitsfälle dann auch steigen werden. Ein zweites Thema, was mich zurzeit unheimlich viel erreicht und auch ganz klar, ganz viele Sorgen und Nöte von Menschen, die nicht wissen, wie es wirtschaftlich weitergeht, die Sorge haben um ihren Arbeitsplatz, die nicht wissen, ja, was passiert denn im nächsten Monat. Ich habe heute auch noch nicht Antworten auf all diese Fragen und die hat niemand. Aber was mir Hoffnung macht und auch Zuversicht, die Bundesregierung hat heute ganz klar gemacht, dass sie mit unglaublich viel Geld Wirtschaft stützen wird, aber auch ganz konkret Menschen unterstützen wird, die in Not geraten. Und insofern habe ich da auch Zuversicht, dass wir die allermeisten Dinge auch irgendwie geregelt bekommen werden. Das wird nicht perfekt, das wird nicht alles super, aber wir werden uns dafür einsetzen, dass da keiner hinten runterfällt und keiner verloren geht. Und jetzt noch was Schönes. Mich haben in den letzten Tagen auch viele Nachrichten von älteren Menschen erreicht. Von älteren Menschen, die auch einsam sind. Und das geht nicht nur mir nahe. Was toll ist, unser Seniorenbeirat hat darauf schon reagiert. Und Sie finden im Internet unter erlangen.de/Seniorenbeirat jeden Tag dort zum Anhören, zum Mithören, ein paar kleine Geschichten, ein paar kleine Gedichte von Erlangerinnen und Erlangern für Erlangerinnen und Erlanger. Und wenn Sie das sehen, dann geben Sie es auch weiter, gerade an die älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Von diesem Geist, von dem brauchen wir mehr. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.